Ja, der Vorlauf war etwas länger, aber jetzt habe ich 6 Uhren von Turbi zum Review bekommen und der Start der Serie, der wird geschehen durch 2 Uhren, die ich wirklich beeindruckend schön finde. Zum einen einmal hier eine Loveless 42 und hier eine Loveless 40. Ich betone das Loveless, weil Erda Lilitz, der Eigentümer von Tobi, in einem Telefonat die Uhren, die Serie selber so betont hat. Insofern bitte nicht wundern. Die anderen 4 kommen über die nächsten Wochen und es sind wunderschöne Uhren dabei. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Falls noch nicht geschehen, kannst du jetzt meinen Kanal abonnieren und wenn du noch die Glocke aktivierst, verpasst du keines meiner zukünftigen Videos, wie zum Beispiel solche Videos wie das, was ich heute mache mit dem Review der 2 wunderschönen Taucheruhren von Turbi im Loveless Seriendesign, einmal 42 mm und einmal 40 mm. Heute kann ich euch 2 wirklich außergewöhnlich schöne Uhren aus dem Hause Turbi zeigen. Und zwar handelt es sich hierbei um die Turbi Loveless Blau JNT oder Blue JNT sowie die Loveless 42 Black Red Edition. Schauen wir uns zunächst einmal die nackten Daten an, um dann die Uhren im Detail genauer anzuschauen. Die blaue hat einen Durchmesser von 40 mm mit einer Bauhöhe von 11,8 mm, einem Horn-zu-Horn-Abstand von 47 mm und einer Bandanstoßbreite von 20 mm. Die Black Red Edition hat, wie der Name schon sagt, einen Durchmesser von 42 mm, eine Bauhöhe von 13 mm. Horn zu Horn sind nicht angegeben, aber ich schätze sie auf knapp unter 50 mm sowie eine Bandanstoßbreite von 22 mm. Beide Uhren haben ein innenentspiegeltes Saphirglas verbaut. Die blaue Uhr wiegt ohne Stahlband 72 Gramm und mit dem Stahlband, welches sich von 20 auf 18 mm verjüngt, 148 Gramm. Die Black Red Edition mit dem 42er Maß wiegt ohne Stahlband 95 Gramm und das wirklich dicke Milanese-Band ist ordentlich schwer. Die Uhr wiegt, ich schätze mal, 180 Gramm, so ist es angegeben, wobei ich nicht weiß, ob sich das auf das Milanese oder das Zweigliederband bezieht. Die Uhr ist auf jeden Fall spürbar deutlich schwerer. Beide Uhren sind sowohl auf der Lünette als auch auf dem Ziffernblatt und Zeigern mit Leuchtmasse Super Luminova BGW9 ausgelegt und haben als Uhrwerk das ETA 28 24-2, welches in 5 Lagen fein reguliert wurde. Die 40 mm Variante ist bis 200 Meter wasserdicht, die große Variante bis 500 Meter. Beide Uhren haben einen sehr schönen und aufwendig gestalteten Boden. Also das ist wirklich etwas, was außergewöhnlich ist. Und ganz bestimmt nicht bei vielen Uhren in dieser Art und Weise anzutreffen ist. Wirklich schön und außergewöhnlich. Na, lass mal schauen, wie die Uhr am Handgelenk aussieht. Dafür nehme ich meine Circular Aqua Sport ab und schaue erstmal auf die 42 mm Variante. Die Uhr, ich habe sie jetzt relativ weit oben am Arm, wenn es ein bisschen weiter nach unten geht. Ich kann sie noch tragen, aber es ist schon eine massive Uhr. Aber ich mag das sehr und mir gefällt auch das sehr dicke, massive Milanese-Band.
Etwas wohler fühle ich mich allerdings, das kann ich jetzt schon sagen, mit der 40mm Variante. Das ist tendenziell eher meine Größe und da fühle ich mich deutlich wohler mit. Zu beiden Uhren gibt es etwas zu sagen, weil beide nicht ganz der Standard sind. Hier haben wir die Black Red Edition. Wir haben das rote Dreieck an der Spitze und wir haben einen roten Schriftzug auf dem Blatt. Das ist also etwas außergewöhnlich und entspricht nicht ganz dem Standard. Wir haben einen Kronenschutz und polierte Seitenflanken und eine relativ kleine, schmale Coin Edge Lünette, sodass die Uhr von der Seite sehr präsent ist, was die Höhe betrifft. Die Lünette hingegen von der Seite sehr, sehr klein und schmal ausfällt, was der Uhr eine außergewöhnliche Optik verleiht. Die blaue Uhr ist die JNT-Version und hier haben wir einige Unterschiede zum normalen Modell. Das ist zum einen das rote Dreieck auf der Spitze und auch die ganz kleine rote Spitze des Sekundenzeigers. Viel entscheidender ist aber die Seitenansicht, denn hier wurde der Kronenschutz entfernt und es wurde eine größere, dickere Krone verbaut, was der Uhr eine deutliche Retro-Erscheinung verpasst. Ich finde das sehr gut, mir gefällt das wirklich ausgesprochen gut und ich mag diese Variante wirklich sehr. Die beiden Uhren einmal im direkten Vergleich. Oben die 42mm Variante mit der polierten Flanke und unten die 40mm mit der satinierten Flanke. Auf der 40mm Variante haben wir interessanterweise eine Lünette, die etwas dicker ist als bei der 42mm. Ich finde diese Ansicht hier interessanter, weil außergewöhnlicher. Allerdings ist hier das Größenverhältnis nach meinem Geschmack etwas ausgewogener, weil die Lünette doch etwas harmonischer zum Gehäuse passt. Beide Uhren sind, wie gesagt, qualitativ und von der Verarbeitung her sehr, sehr gut, wirklich klasse gemacht. Was mir aufgefallen ist, das hatte ich schon einmal gezeigt, ich zeige es mir gerne nochmal, weil es mir so gut gefällt, das ist der aufwendig gestaltete Boden, absolut klasse, ein richtig tiefes Relief, super gemacht und hier ein ebenfalls sehr aufwendig und großflächig gestaltetes Muster und Relief auf der Rückseite. Toll. Ein kurzer Blick auf das Band. Wir haben ein Stahlband verbaut mit zwei Gelenken. Also das finde ich schon sehr gut, dass das Mittelglied mit zwei Gelenken befestigt ist, was dazu führt, dass das Band etwas angenehmer und flexibler um den Arm liegt. Ich mag das sehr, ich finde das besser als die doch relativ großen Glieder, wenn es nur ein Gelenk ist. Das Band ist nach meinem Dafürhalten angenehm flach, passt sehr gut zur Uhr. Die Glieder sind verschraubt und die Schließe ist massiv mit einem Drückmechanismus und einer ausziehbaren Tauchverlängerung, die sich schrittweise verkürzen lässt, sodass man die Uhr schnell anpassen kann. Der Nachteil ist, dass man dann hier einen optisch nicht sehr ansprechenden Spalt hat. Was hier noch nach Blasen aussieht, ist die Folie auf der Schließe, die ich nicht entfernt habe. Das Stahlband der 42mm Version ist ein richtig, richtig dickes Milanese-Band. Bin da ziemlich beeindruckt von
Und was ich sehr schön finde, ist, dass man das Band mit wirklich vielen Löchern noch in der Länge verstellen kann und das Band in der Schließe verschoben wird. Und es gibt hier auch zwei Halter, da zwei Halter, sodass das Band und die Schließe auch nicht auseinanderrutschen. Was allerdings gewöhnungsbedürftig ist, und das möchte ich auch zeigen, das ist die Größe der Schließe, denn das ist wirklich, wirklich eine lange Schließe. Ich lege einmal die andere Schließe im Vergleich daneben und ihr könnt sehen, dass das schon echt viel Schließe ist. Und jetzt schauen wir uns die Uhr doch noch einmal etwas genauer an und schauen, wie sie von nahem aussieht. Die Indizes sind aufgesetzt, nicht gedruckt. Die Zeiger sind in mehrere Sektoren unterteilt. Das Logo ist nicht zu groß, nicht zu präsent, finde ich sehr, sehr gut. Die Krone ist bei der 42 mm Version im Standardgehäuse mit einem Kronenschutz versehen. Und das Ganze in einem an der Flanke polierten und hier oben auf den Hörnern mattierten Gehäuse aufwendig gemacht. Wirklich schön anzusehen und sehr schwer. Wer also eine maskuline, präsente Uhr sucht, wird hier mit Sicherheit fündig werden. Und die blaue Version, also das ist ganz eindeutig die Version, die ich bevorzugen würde. Auch hier haben wir die aufgesetzten Indizes, die Zeiger mit den einzelnen Sektoren. Sehr schön gemacht. Ein an der Seite mattiertes Gehäuse mit einer polierten Phase am Gehäuse entlang und mattierten Hörnern, die wunderbar zum Band passen, und dem abgeänderten Gehäuse mit dem entfernten Flankenschutz und der wirklich sehr groß dimensionierten und extrem griffigen Krone. Das ist wirklich mit Handschuhen super leicht zu bedienen. Preislich liegt diese Variante bei 1.400 € am Stahlband mit dem Standardwerk. Allerdings wird diese Uhr mit dem Standardwerk nur noch bis zum 31. März 2021 lieferbar sein. Danach gibt es diese Uhr nur noch als Top-Grade-Chronometer für einen Aufpreis von 200 €. Es gibt noch sehr viele andere Varianten, diese Uhr zu individualisieren. Ich empfehle hier dringend die Webseite, denn das würde in dem Video wirklich verwirrend sein, das alles aufzulisten. Turbi bietet sehr viele Varianten an, von der Werksverzierung über andere Sachen. Schaut auf die Webseite, es sind, glaube ich, 5 oder 6 aufpreispflichtige Optionen, um diese Uhr aufzuwerten oder zu individualisieren. Die blaue JNT-Version mit dem nachbearbeiteten Gehäuse der anderen Krone ist etwas teurer. Die blaue kostet 1.800 €, in Schwarz kostet sie 1.600 €. Ähnlich wie bei diesem Modell, 1.800 und 1.600 am Stahlband, ne? Ähnlich wie bei diesem Modell wird es auch hier das Standardwerk nur noch bis zum 31. März 2021 geben. Danach ebenfalls nur noch das Top-Grade-Chronometer für einen Aufpreis von 200 €. Hier empfehle ich ebenfalls die Webseite für die Optionen zur Individualisierung, zur Werksgestaltung und andere Sachen. Turbi bietet da sehr, sehr viel an und es ist wirklich interessant und wert, da einmal drauf zu schauen. Schauen wir uns die Uhren einmal bei Nacht an. Und bitte merkt euch genau, wie die Uhren liegen. Hier auf der rechten Seite liegt die kleine 40 mm, auf der linken Seite liegt die große mit 42 mm. Ich mache jetzt das Licht aus und wir schauen uns die Uhren an.
Wir haben, wie gesagt, auf der rechten Seite die kleine mit 40 mm und auf der linken Seite die 42 mm Variante. In der Nachtansicht wechseln die Uhren ganz schnell die Größenverhältnisse und die Lünette der 40 mm Variante zeigt die volle Schönheit und die ganze Pracht der Leuchtmasse. Hier haben wir eine fantastische Ablesbarkeit, den Kontrollpunkt auf der 12 Uhr, aber keine weitere Beleuchtung. Hier haben wir das volle Bild. Ja, vielen Dank, dass ihr reingeklickt habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst wirklich gerne ein Abo da. Sagt mir, was euch gefallen hat, was ihr von den Uhren haltet und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.